Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Wie ihr schon in den vergangenen Videos gehört habt, werden wir nun anfangen, Nägel mit Köpfe zu machen. Zum einen werden wir eine Petition starten, um die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, dass wir so viele echte Beweise dafür haben, dass die Erde flach ist und nicht rund, so wie die herrschende Klasse es uns seit vielen Jahrhunderten weismachen möchte. Zum anderen werden wir auch eine Klage bei den zuständigen Gerichten einreichen, um den Druck zu erhöhen. Informationen hierzu gibt es dann, wenn erstens die Petition gezeichnet und zweitens, wenn die Klageschrift eingereicht wurde. Die Beweislage ist so massiv und erdrückend, dass ein anstehender Prozess nicht verloren werden kann. Da die Kugelerde nur aus Theorie, Fantasie, Animation, CGI, Virtual Reality, Augmented Reality, Mathematik besteht, war dies auch sehr einfach zu beweisen von Millionen Menschen weltweit. Die Art von Manipulation und Indoktrination von Kindesbeinen an muss ein Ende haben. Der erste grundlegende Beweis dafür, dass wir nicht auf einer Kugel leben, ist die fehlende Erdkrümmung, die jeder Mensch ohne großen Aufwand selber feststellen kann, indem man ans Meer fährt und sich Objekte mit Hilfe eines Fernglases oder einer Nikon P900, die mit der normalen Sehkraft nicht sichtbar sind, wieder sichtbar macht. Auch in höheren Lagen wurde bislang keine Erdkrümmung gesichtet, es sei denn, es kamen Fisheye-Linsen zum Einsatz oder es wurde mit gefälschten Bilddateien gearbeitet. Stichwort Photoshop und Co. Beweisvideos findet man auf den YouTube-Kanälen von JoyceNet2, Markus Möller, AstroToniTV, Giovanni Alaimo, Mann vom Stamme der Ostfriesen, Xavier und vielen, vielen anderen. Des Weiteren findet man weltweit Millionen von Beweisen für die flache Erde im World Wide Web. Natürlich gibt es auch Stolpersteine, die von den Eliten eingesetzt wurden, wie die Flat Earth Society, die nur dazu da ist, um die flache Erde zu diskreditieren und lächerlich zu machen, was definitiv nichts mit der eigentlichen und bewiesenen flachen Erde, Flat Earth, zu tun hat. Bei den YouTube-Videos dran denken, dass demnächst die Zensur bei YouTube einschlägt und diese unter fadenscheinigen Argumenten gelöscht werden. Das Ganze unter dem Kontext, warum wird etwas zensiert, was angeblich lächerlich ist und keinerlei Beweisgrundlage hat. Vor kurzem hat ein amerikanischer Buchautor, der schon mehrere Bücher über die flache Erde geschrieben hat, einen Prozess gewonnen, weil der Kläger die Erdkrümmung nicht nachweisen konnte. Stattdessen konnte der Buchautor so viele Beweise vorlegen, dass es keine Erdkrümmung gibt. Weitere offizielle Beweise aus 44 Regierungsdokumenten konnte der amerikanische YouTuber Flat Earth Doctrine vorlegen, woraus klar ersichtlich ist, dass die Erde flach ist. Zusätzlich konnte der deutsche YouTuber Johann Strobel einen russischen Beweis aus offiziellen Dokumenten vorlegen, dass die Erde flach ist. Außerdem konnte der aus Italien stammende und seit vielen Jahren in Deutschland lebende Giovanni Alaimo in Hunderten von Videos über die Sonne, den Mond, die Sterne beweisen, dass die Erde definitiv flach ist. Demnächst wird auch ein Buch von ihm erscheinen mit allen seinen Beweisen für die flache Erde. Unter anderem konnte er nachweisen, dass Polaris immer an ein und derselben Stelle zu sehen ist, was auf eine die durchs Weltall fliegende Kugel unmöglich ist. Natürlich lässt sich eine Klage und Petition nicht so einfach durch ein paar Menschen realisieren. Deswegen ist auch eure Mitarbeit gefragt, indem ihr solche Videos wie meines oder das von Giovanni Alaimo auf euren Kanälen teilt und verbreitet. Natürlich könnt ihr diese Petition und Klage auch eigene Videos oder Publikationen veröffentlichen. Auch sollte dann, wenn die Online-Petition gezeichnet wurde, diese in den sozialen Netzwerken verbreitet werden
um die Menschen darauf hinzuweisen, diese mit zu unterstützen. Des Weiteren bitte ich alle Menschen, die sich mit dem Thema flache Erde beschäftigt haben und auch sich in dem Bereich schon engagiert haben, in Form von Videos oder Webseiten, Blogs, sich bei uns zu melden unter der E-Mail-Adresse flacheerde18@yahoo.com. Das heißt unter anderem auch, dass sich die bekannten YouTuber wie JoyceNet2, Markus Müller, AstroTonyTV, Sevier, natürlich auch die vielen anderen deutschen und auch ausländischen Kanälen, sich bei uns zu melden, um mit zu engagieren, damit wir alle zusammen die größte Lüge an die Menschheit aufdecken und diese mit einer Sammelklage bei den zuständigen Gerichten einreichen können. Das heißt im Grunde nichts anderes wie gemeinsam zusammenarbeiten, um stärker und größer zu werden für die kommenden Aufgaben. Ihr seid alle dazu eingeladen, mitzuarbeiten, um die größte Lüge zum Einsturz zu bringen. Ich hoffe, ihr beteiligt euch zahlreich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gottes Segen für alle und bitte teilt die Videos.